Nummer 5. Wagen mit montierter Waffe. So einen Damm hätte ich hier nicht vermutet. Sie bewässern ihre Felder damit. Leicht überdimensioniert. Da hat wohl jemand die bolivianische Landwirtschaft ein bisschen überschätzt. Ihr Schiffscheinwerfer. Ja, es hat ja keine Kettenreaktion gegeben. Ja. Ja, Mann. Der auf dem Turm. Erwischt. Nee, der will nicht. Ja. Aber ich versuche den jetzt von der Seite. So, sollen wir jetzt wirklich hier über diesen... Was sind das für Leute? Ja, okay. Okay. Der Christus muss auch kommen. Laufen wir den Gefahr, dass sie den exekutieren, wenn wir die da nicht wegmachen vor ihm? Ja, müssen wir jetzt jeder einnehmen. Eins, zwei, drei. Das macht 10. Ich habe hier ein paar Suchscheinwerfer. Ja. Jo. Aber ich habe nichts getroffen. Sind die schon alarmiert? Nö. Okay, ich kann die 2 oder die 1, das ist egal. Christus?
Dann nehme ich die 2. Bei 3 oder was? 1, 2, 3. Achtung, die anderen wollen auch noch. Da ist einer auf der Straße, 2 auf der Straße. Ich kann das Gefängnis sehen. Das ist echt eine Menge Aufwand für einen Rebellenfunker. Seht's als Gefallen für die Rebellen. Wir könnten ihr Wohlwollen gebrauchen. Aber achtet darauf, dass der Gefangene heil bleibt. Achtung, da kommt so ein Gepanzerter. Meine. Jetzt, okay. Wir brauchen ein Fahrzeug. Papa Katari um ein Fahrzeug gebeten. Ist klar. Unser gemeinsamer Freund Pak Katari schickt uns. Und geil, wie die Leichen hier hängen, ey. Richtig schicke Atmo. Mann, 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 nach ihm. Jetzt werden wir von der Rakete da kannst du auch reingehen jetzt, Christoph. Läuft alles nach Plan. Hören wir Kataris Rede schneller als gedacht. Hua.